Und irgendwie habe ich gerade wieder den Faden verloren. Ich wollte noch irgendwas erzählen, aber das ist egal. Hier kommt direkt das nächste Gesprächsthema. Und zwar ist das ein super Deko, der hinter der Tür steht. Ich könnte die Tür jetzt aufmachen, das werde ich aber nicht tun. Denn wenn ich direkt neben einem Superdeko stehe, erkennt dieser, dass ich kein Pfleger bin, sondern hier so ein Sträfling. Und das wäre nicht gut. Denn die Superdekos, also erstmal, was ist ein Deko? Ein Deko ist ja eine der vier Rassen und Dekos sind einfach Elefanten. Ja, Elefanten, die auf zwei Beinen laufen. Und ja, die sind eigentlich ganz cool. Bis auf die Supergrobos. Ja, Grobos heißen sie übrigens im Englischen, aber ich möchte die deutschen Namen benutzen. Dekos. Die Superdekos sind nicht ohne, denn sie können einmal durch die Beamzellen gerufen werden und ich kann sie nicht verletzen, zumindest jetzt noch nicht. Ich kann sie erst sehr, sehr spät im Spiel besiegen, wenn ich entsprechende Ausrüstung habe und Kraft gesammelt habe. Aber jetzt geht das noch nicht. Und sie können mich aber mit einer zielsuchenden Kugel beschießen und diese zielsuchende Kugel trifft auf jeden Fall. Ich kann ihr nicht ausweichen. Sie folgt mir überall hin. Und wenn ich davon getroffen werde, falle ich in Ohnmacht, so lalala, leg mich schlafen und wache dann in meiner Zelle auf. Also nicht unbedingt in dieser hier, wenn ich auf anderen Inseln bin, dann wache ich da in den Gefängniszellen auf. Aber das ist eben nicht schön, weil ich dann wieder komplett von vorne anfangen muss. Also naja, nicht komplett vorne, aber ich muss wieder meine Gegenstände zurückholen und aus der Gefängniszelle ausbrechen und das ist nicht so schön. Deswegen, ja, egal. Deswegen prügeln wir auch jetzt erstmal auf den Pfleger hier ein. Und schnappen uns sein Erspartes, damit er nicht auf den Knopf drücken kann. Denn das hier ist der Gefängnisdirektor. Hi. Hallo? Ein Gefangener bricht aus. Schlagen Sie Alarm! Ja, gut. Weil der Gefängnisdirektor kennt natürlich seine Angestellten und der weiß, dass ich keiner bin. Und der hätte dann gerufen, ja, schlagen Sie Alarm, bla. Und dann hätte der Typ, oh, ein Schlüssel, dann hätte der Typ da am Schalter drauf gedrückt und dann wäre hier unten aus dieser formschönen Beamzelle, deren Oberteil komischerweise in der Luft schwebt, finde ich ziemlich cool. Daraus wäre ein super Grobo, ich sag schon wieder Grobo, ein super Deko-Klon gekommen und hätte uns dann mal eben zurück in die Zelle befördert. Und dann wären diese 16 Minuten hier jetzt für die Katz gewesen. Aber egal. Hier haben wir noch eine schöne, naja, schön lässt sich drüber streiten, aber auf jeden Fall eine Büste von unserem geehrten Dr. Funfrock, dem Widersacher in diesem Spiel. Denn Dr. Funfrock ist ja ein Diktator, der hier alle auf die Südhalbkugel verfrachtet hat. Und deswegen kommen wir auch erstmal nicht auf die Nordhalbkugel, weil das so nicht so leicht ist, dahin zu kommen. Aber ich spoiler hier gerade schon ziemlich viel. Deswegen sollte ich mal besser damit aufhören und mich auf das Spiel konzentrieren. Moment. Ja, hier ist ein Kleeblatt drin versteckt. Ich habe erst geguckt, ob ich noch Lebensenergie brauche. Dann hätte ich nämlich eins benutzt, weil ich ja mir das wieder auffüllen konnte. Aber naja, brauchte ich jetzt nicht. Alles ist in Ordnung. Und dann wollen wir mal die Zitadelle verlassen. Wenn denn nicht dieses Verbot wäre, in der Pflegeuniform hier draußen rumzulaufen. Ja, wir sind jetzt zwar im Vorhof der Zitadelle, aber wir kommen nicht raus. Nein. Aber immerhin, wir können jetzt hier den unauffälligen Modus benutzen, von dem ich gerade eben noch erzählt habe. Und können uns hier mal eben so hinter dem Wächterhäuschen vorbeischleichen. Wir könnten jetzt vielleicht auch zu ihm gehen und ihm die Hose runterziehen, aber das werden wir nicht machen. Denn dann würde er uns angreifen und das geht sowieso nicht. Also. Falls ihr jetzt denkt, dass es das geht. Nein, es geht nicht. Das war nur ein kleiner Scherz von mir. Und hier haben wir einen Hasi. Hasis sind die dritte Rasse. Und ja, wie man sehen kann und vom Namen sich eigentlich auch schon hätte denken können, Hasis sind Hasen, die auf zwei Beinen laufen. So, Hallo? reden wir mal mit ihm. Vielleicht hat der Kerl uns ja was Interessantes zu erzählen. Ich stüffel hier herum, da niemand diese Ecke bewacht. Ich verstecke mich im Lastwagen, um nicht von den Wachen bemerkt zu werden. Es genügt, in die Abfälle zu steigen und unauffällig zu bleiben. Ja, gut. Danke für den Tipp. Dann machen wir das doch mal. Ich gehe in den unauffälligen Modus, drücke die Aktionstaste. Jetzt nur noch warten, bis der Lastwagen an Ort und Stelle ist. Und dann können wir uns hier in den Müll verstecken und warten, bis der Mülllaster kommt. Denn da hinten ist ein Tor, das nicht aufgeht, wenn wir da hingehen. Und die Soldaten würden uns dann sehen, wenn wir da hingehen und uns abschießen und dann würden wir schon sterben und das möchte ich nicht. Deswegen verstecken wir uns einfach im Mülllaster. Denn für den Mülllaster öffnet sich das Tor, das wir auch gleich sehen werden, weil die Kamera zoomt jetzt hier so schön an den Mülllaster ran und ja, setzt es in Szene. Weil ich meine, ihr müsst bedenken, dieses Spiel ist von 1994, wenn ich mich nicht recht, wenn ich mich recht erinnere, lief auf DOS und 3D-Grafik war dann noch was ganz Neues. Und ja, damit haben sie sich halt beholfen, dass das ein bisschen in Szene gesetzt wird. Weil es hat zwar auch Rendersequenzen, wie man gesehen hat, aber
Da damals ja noch nicht so viel Speicherplatz vorhanden war, also dieses Spiel hier braucht 10 Megabyte an Speicherplatz. Das ist schon, wenn man das mal mit heutigen Spielen vergleicht, ziemlich beeindruckend, wenn man bedenkt, wie groß dieses Spiel eigentlich ist. Und ja, anstatt das dann noch mit Rendersequenzen voll zu pumpen, also es gibt die ein oder andere Rendersequenz, so ist es nicht noch, also noch später im Spiel, aber da hat halt das gereicht. Und hier haben wir wieder einen Deko, der rennt vor uns weg. Komm, ich würde jetzt eigentlich sportlich gehen, aber dann müsste ich wieder normal wechseln, da habe ich keine Lust. Hallo? Weil im sportlichen Modus kann ich nicht mit dem reden. Hi. Hallo? Was machst du da? Nicht? Weißt du, dass du die Plakate lesen kannst? Ja. Man muss sich da vorstellen und Aktionen im normalen Modus aktivieren. Boah, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Na gut, dann lesen wir mal hier die Plakate. Annoncen Nummer 357G. Ein neues automatisches Überwachungsmodul kreist durch die Stadt. Alle Bürger müssen stehen bleiben, sobald es sich in ihrer Nähe befindet. Okay, also dieses Überwachungsmodul, damit werden wir gleich auch noch Schwierigkeiten haben. Also mehr oder weniger, denn es fährt wirklich rum und wenn wir nicht stehen bleiben, wenn es in der Nähe ist, dann wird es auf uns schießen. Und es hat auch zielsuchende Kugeln. Die können uns Gott sei Dank nicht in Ohnmacht fallen lassen, aber die machen schon ordentlich Ganzes Schaden. Leben und Heil dem verehrten Dr. Van Vogt, der uns vor dem Aberglaube rettet. Ja, ein tolles Propagandaposter, das wollen wir nicht weiterlesen. Denn wozu sollen wir Propaganda lesen? Ich meine, wir wissen schon, Dr. Van Vogt ist böse, er hat uns eingesperrt. Genau, denn ich weiß nicht, ob das gerade klar geworden ist. Der eine Pfleger, der vor unserer Zelle stand, hat uns erzählt, dass wir eingesperrt wurden, weil wir von Prophezeiung geträumt haben. Und ja, Geld, schön. Danke für den Inhalt, also für die Hälfte. Auf jeden Fall wurden wir wirklich eingesperrt, weil wir geträumt haben und Sendel uns in diesen Träumen erschienen ist. So ist zumindest die Hintergrundgeschichte. Und ja, weil der Dr. Funfuck überhaupt nicht gerne sieht, dass wir von Sendel träumen oder dass irgendwer was damit zu tun hat, wurden wir eingesperrt. Jawohl, gucken wir mal in den Mülleimer, denn darauf weist dieses Plakat offensichtlich hin. Und da ist nämlich Geld drin. Zwar nur ein Cash ist, aber egal. Gehen wir mal hier rein. Das ist ein kleiner Geheimgang. Und wohin führt er? Oho. Wieder zurück in die Zitadelle. Und ja, an diesen super gro Grobo schon wieder. Nein, ja, ich sag jetzt einfach Grobo. Ist egal. An den Super Deko werde ich jetzt nicht näher rangehen, denn er erkennt uns, wie gesagt, und wird uns dann einfach niederknüppeln. Und das möchte ich verhindern, zumindest zu diesem Zeitpunkt noch. Deswegen wechsle ich mal wieder in den sportlichen Modus und mach mal, seh mal hin, dass ich hier weiter joggen kann in die Stadt hinein. So, die Stadt der Zitadelle, den Sie das senden, war Lupinburg. Aber ja, wir haben hier ein Kanalgitter. Und ich drehe mich hier schön auf dem Kanalgitter im Kreis. Und wenn ich die Aktionstaste drücke, oho, stellt sich heraus, dass dieses Kanalgitter eigentlich ein Aufzug ist. Ist das nicht cool? Also sowas bräuchten wir auch. Dass wenn man einfach mal so auf dem Kanalgullydeckel steht, springt man einmal drauf und dann fährt man runter in die Kanalisation. Das wäre, glaube ich, auch für die Kanalisationsarbeiter wesentlich angenehmer. Entwässerungsdienst von Lupinburg. Genau. Kleine Waschungsstraße. Genau, wir sind jetzt in der Kanalisation der kleinen Vachonstraße. Nicht schlecht. Und was finden wir hier unten? Warum bin ich hier runtergegangen? Genau. Ein Kleeblattkästchen. Jetzt können wir drei Kleeblätter tragen, wie man unten sehen kann. Wir haben zwar noch kein drittes Kleeblatt gefunden, deswegen ist das Kästchen noch leer. Aber ich werde später garantiert noch welche finden. Und dann haben wir ein weiteres Leben, was immer sehr nützlich ist. Also Leben nehme ich sehr gerne. Und hier haben wir Pilze. Und diese Pilze kann ich drüber laufen. Dann geben sie mir irgendwelche Items, hier nur Herzen. Das bringt mir jetzt nicht so viel, weil ich immer noch volle Lebensenergie habe. Aber in diesem Fass, genau, da ist Geld drin. Wenn ich mich richtig erinnere, von der letzten Aufnahme gestern dürfte hier ein Herz drin sein. Jawohl. Genau, ein Herz. Wusste ich doch. Nehmen wir das auch noch mit, der Vollständigkeit halber. Und dann wechsle ich in den sportlichen Modus und kann hier rüberspringen. Ja, ist das nicht schön mit den verschiedenen Modi? So hat man eine einfache Tastaturbelegung, weil wenn ich das alles auf einem Modus wäre, dann müsste man zig Tasten belegen, um alle verschiedenen Fähigkeiten abzudecken. Und so kann man einfach den Modus wechseln und hat dann auf den gleichen Tasten andere Fähigkeiten. Einfach und effektiv. So wie ich. Sammel Kleeblätter und Kästchen,
Man braucht ein Kästchen für jedes Kleeblatt. In gefährlichen Situationen gibt dir jedes davon eine neue Chance. Ja, danke, das habe ich gerade eben schon erzählt. Aber egal, dann habe ich halt einen Hasi-Papagei, in dem mir alles nachplappert. Ist auch schön. Gehen wir mal wieder hier hoch und gucken. Oh, das ist ein Soldat. Gucken, was wir sonst noch hier finden können. Da rechts war, glaube ich, nichts mehr. Nein, da war nichts mehr. Da könnten wir jetzt runterspringen, aber dann würde ich Fallschaden nehmen. Und das ist, möchte ich auch verhindern, denn Fallschaden ist auch nicht schön. Au. Ja, wenn ich irgendwo gegen renne, nehme ich auch Schaden. Hier, gegen die Wand. Bäm. Toll, ne? Und in meinem alten Let's Play hat der Depp vom Dienst geschrieben, dass das ja wohl total der Running Gag ist. Weil ich meine, das ist mir mehrere Male passiert und ich muss sagen, er hat recht, es ist der Running Gag im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, Lupinburg. Kann auch sein, dass die Stadt Lupinburg heißt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Stadt heißt Lupinburg. Ich kenne es eigentlich immer nur als Zitadelleninsel und auf der Zitadelleninsel ist halt nicht mehr als die Stadt. Hallo? Zumindest in diesem Teil. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Blöd, Mann. Ja. Ja, da hat man noch gerade gesehen, wenn ich Schaden nehme, fliegen so Sternchen aus mir raus. Wenn Gegner Schaden nehmen, oder dieser arme Typ da Schaden nehmen, fliegen auch aus denen Sternchen raus. Und das zeigt, dass sie Schaden genommen haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier irgendeinen Klon angreifen würde, den ich noch nicht verletzen kann. Ha, du triffst mich nicht. Dann kann ich ihn zertreffen und er fliegt auch zurück oder so. Aber es fliegen keine Sternchen aus ihm raus und das bedeutet ganz einfach, dass er keinen Schaden nimmt. Und ich kann dann so lange auf ihn einprügeln, wie ich möchte und er nimmt einfach keinen Schaden. Ich kann ihn nicht besiegen. Leider, leider, leider. Mal gucken, was haben wir denn hier drin? Oh, ein Herz, toll. Was steht da? Das ist bestimmt wieder so ein Propagandaposter. Ja. Das wollen wir nicht lesen.